3, 2, 1. Wir sind auf Sendung. Stefan, wo bist du denn jetzt? Eines der seltenen Videos von aus im Boot. Von aus im Boot. Das Ja. ist hier eigentlich mein Platz. Hier ist raus das Cockpit, hier geht's rein. Genau. Und man kann natürlich jetzt überhaupt nicht erkennen, wo wir sind. Ich könnte jetzt sagen, wir sind jetzt hier angekommen in der Karibik oder was. Also, was haben wir denn? Dienstag, 6. September, Viertel vor 9 abends. Sassnitz, ja, und wir waren heute früh in Rönne, Bornholm, und haben irgendwie gedacht, also wir gestern Abend, heute früh gedacht, wir machen hier eine tolle Überfahrt. Es war auch eine tolle Überfahrt, aber es war, also ich glaube, Sibyl ist ja auf der anderen Seite der Kamera, wir sind beide platt. Wir hatten super 5 Beaufort, so, ja. Gestern hatten wir auch so vielleicht 4 Beaufort, aber im Windschatten der Insel. Das heißt, wir hatten ganz schön mit Wellen zu tun. So. Was aber ein bisschen schwierig war, ist, dass unsere Besegelung, wir haben dann groß Anni-Reft und das kleine Vorsegel, also die kleine Arbeitsfock genommen. Und irgendwie hatten wir bei dem Halbwindkurs und dann auch später beim Raumschottkurs so einen Ruderdruck, ja, die ganzen 8 Stunden, ja, das war also dann nicht von Anfang an, aber dann, als wir aufs offene Wasser kamen, also einen richtig heftigen Ruderdruck. Das war eine wahnsinnig schnelle Überfahrt. Wir hatten Von 6:15 Uhr bis 15:30 Uhr. ja, Von also Hafen zu von Hafen. Hafen zu Das Hafen, sind also jetzt exklusive sechs. Festmachen und so weiter, ja. Na, 9, 9 Stunden. 9 Stunden, Gute ja. 9 Stunden. Also das ist für unsere Verhältnisse schon ziemlich Super. super, ja. Ja, das Und was klingt auch natürlich auch rasant. ein Drama war, also Wellen laufen an gegen den Hafen von Sassnitz. Wie kommen wir da rein? Ja, und zwar Ja. so richtig so von schräg hinten, so Richtung Hafen. Und wir kamen da also so mit Raumschot fast Vorwindkurs rein. Und wie kommen wir jetzt in den Hafen rein und dann bis vor die Einfahrt fahren? Also so die Idee war, es schaukelt viel zu sehr, rappelt viel zu doll, als dass es sinnvoll oder irgendwie vernünftig wäre, draußen auf der welligen Ostsee die Segel runterzunehmen. Also die Idee, wir kommen da an vor die Einfahrt, machen eine Kuhwende, um dann also bei einem Anwindkurs in den Hafen reinzufahren, den wir ja kannten, weil wir da schon mal waren. Und Ja, das war der große Vorteil. dann war irgendwie glattes Wasser, ja, und deutlich weniger Wind auch, ja, und dann irgendwie Segel runter und irgendwie anlegen. Also also das war schon irgendwie, also das war toll irgendwie, aber auch wahnsinnig anspannend. Und ich dachte, oh, also sag mal, dieser Genussfaktor beim Segeln, ja, so. Ja, Ja, genau. dieses Sunshine, Sonnenschein, immer Sonnenschein, Sonnenschein ja. hatten wir. Super Wind irgendwie auch, Ja. ja, aber es war so, ah, wir Die müssen ganze uns davor Zeit. kämpfen. Genau. Wir diskutieren, ob wir da irgendwas, ob wir vielleicht doch zu viel Segel hatten. Das war aber so nicht vorhersehbar. Wir haben gedacht, bei 5 Beaufort mit einem Reff kommen wir gut Und hin. einer kleinen Fock, Und einer ne? kleinen Fork. Vielleicht waren das gute 5 Beaufort mit Böen oder mit ein bisschen Starkwindintervallen 19, an der Grenze 20. von 6. Vielleicht hätten wir da ruhiger, wesentlich ruhiger mit 2 Beaufort, mit 2 Beaufort. Mit 2 Reff fahren können. Oder was ich überlegt habe, ob mit Halbwindkurs trotzdem noch mit Vorsegel, nur mit Vorsegel gegangen wäre. Im letzten Teil ja, muss man sagen, so im letzten Drittel wäre das wahrscheinlich gegangen bei dem Gegangen? Raumschrottkurs, Das ja. stimmt, ja. Bei der ersten Strecke bin ich mir nicht sicher, dann wären wir vielleicht eine Stunde länger unterwegs gewesen, hätten nicht so viel Stress gehabt. Ufa, ufa, ufa. Also, wir sind beide nach 10, also mit Aufstehen 11 Stunden Körperstress, das ist ja auch Körperstress, Körperanspannung, ja, so. ja, total. Und Psychostress, wie kommen wir da rein? Ja, weil du weißt, dass es schwierig wird, das weißt du irgendwie dann, wir wussten, dass das war dann auch wie klar, so 2, 3 Stunden vorher, ja. Und dann da erstmal hinkommen, um dann irgendwie doch noch gut, also eigentlich sehr gut das zu meistern, also irgendwie, also mit noch ein Ja. bisschen mehr Erfahrung wäre das natürlich noch cooler gewesen.
Das war schon heftig, ja. Und wahrscheinlich werden wir, also morgen kommt noch mehr Wind. Ich So. kann ja vielleicht mal kurz draußen Da hinleuchten. wollen wir mal Hafentag machen. Und Genau, wahrscheinlich machen wir werden morgen wir mal dann Hafentag. erstmal die Erfahrung sacken lassen und dann wird es beim nächsten Wind weitergehen. Na, gucken wir mal. Also Ja. mir sitzt die Anspannung noch ziemlich dolle in Knochen, muss ich ehrlich Ja, gestehen. 55 nautische Mark, Ich nee, habe nicht 55, Rasterlocken 52 nautische seit gestern. Meilen, genau. Genau, ich wollte noch mal ganz kurz einen Blick Genau, raus. ich sag schon mal Tschüss. Ja, der Sommer geht zu Ende. Wir kommen langsam, Sassnitz ist ja so in den Heimatrevierbereich, also wo wir sagen, da waren wir schon öfter mal, ist auch halb auf dem Weg nach Hause, Swinemünde und so. Ein paar Stationen gibt es noch, werdet ihr merken. Jo, soweit dazu. Tschüss und jetzt gleich nochmal ein Außenview. Genau, so machen wir das. Jo, wir gucken mal noch mal kurz in den Hafen von Sassnitz. Der ist jetzt schon mit gemütlichem Licht getaucht in die Richtung. Und man kann von Weitem schon so ein bisschen die Brandung hören, da hinten wahrscheinlich. Und den Wind heulen zwischen den Riggs. Das ist schon, also die Einfahrt war hier doch sehr, sehr tricky, aber wir haben das geschafft und wir sind jetzt heilfroh. Ich bin immer noch ziemlich K.O. von dieser Fahrt. Ja, aber mit diesem Blick verabschiede ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. Wir hören und sehen uns. Tschüss!